Let's play Fallout 4. Der Vault-Tec DLC ist da. Und hier doch mal ganz kurz, ja, sehen wir es jetzt schon links in eigener Sache, bevor wir das Ganze starten. Ich hatte ja die letzten zwei Tage keine Videos gemacht. Das liegt ganz einfach daran, dass ich einen kleinen Unfall hatte und mir ziemlich übel Hand verletzt habe dabei und ich konnte jetzt nur Sachen hochladen, die ich schon aufgenommen habe, weil wenn ich über längere Zeit einfach die ganze Zeit mit der Hand irgendwie spiele oder sonst irgendwas, dann schwillt das extrem, schwillt der Knöchel extrem an. Darum habe ich mir einfach mal jetzt die Pause gegönnt, also es ist jetzt schon ein paar Tage länger. Ich hatte zum Glück eben ein bisschen was vorweg aufgenommen. Was hat der denn da? Oh Mann, komm zurück! Ich hatte gerade voll den Spaß! Dragon Skin Tactical West Urban. Ha. Ja, habe ich mir einfach mal das so gegönnt. Der eine oder andere wird es sicher verstehen. Der andere nicht. So, aber nur gut. Den verkackten Raider. Ja gut, ich muss es so oder so machen. Aber der Vault-Tec DLC ist da. Eine Nachricht von Vault-Tec. Also wir müssen das Radio anhören. Ein Notfallsignal aus Vault 88. Authentifizierungscode Impish. Vault 88 Notfalleinstufung. Warnung zu unbestimmter Integritätsverletzung. Sämtliche verfügbaren Vault-Tec-Mitarbeiter müssen laut Notfallprotokoll VT76 Hilfe leisten. Wiederholung der Nachricht. Ja, und deswegen bin ich jetzt hier schon mal vorwärts gereist. Da ich schon angefangen aufzunehmen. Hey, ich glaube, wir haben. Aber um es mal ganz direkt zu sagen, 3 Minuten nachdem ich angefangen habe aufzunehmen, musste ich kacken. Und, und deswegen bin ich jetzt schon hier. Aber das ist ja wurscht. Scheiß Raider. Aber ich denke mal, dass die hier irgendwie dazugehören. Weil hier ist ja irgendwo der Eingang, gehe ich mal von aus. Da hinten irgendwo. Komm ich da so? Hier so? Hm. Naja, und hier geht's wohl rein. Vault 88. Hört sofort auf. So, die Untertitel schalte ich aber jetzt aus. Die will ich echt nur haben, wenn ich englische Mods spiele. Die Vault-Türen können einem direkten atomaren Treffer widerstehen. Eure Versuche, in diese Anlage einzudringen, sind lächerlich. Verschwindet sofort, oder ihr werdet es bereuen. Wer auch immer ihr seid, hört auf. Wir sind hier nicht allein. Also lebt da im Vault sogar noch jemand? Naja. Gehört jetzt uns. Dann machen wir doch mal auf. Wann hast du endlich genug von diesem Unfug?
Klingt ja fast wie irgendein Roboter, der da quatscht. Was? Du hast einen Pip-Boy? Moment. Gehörst du zu Voltec? Ist endlich jemand da, um mich zu retten? Bitte. Ich stecke hinter einem Berg aus Trümmern fest. Du kannst mich befreien, indem du die Werkstatt zum Laufen bringst. Heb zuerst die Sicherheitsabriegelung auf und begib dich zum Reaktorraum. Ja, ganz geil. Meine Lieblingsviecher sind drin. Gule, wie sind die da reingekommen? Wieso sind denn hier Gule? Es war schwer, die Hoffnung nicht zu verlieren. Ich saß hier so viele Jahre fest. Aber du kannst Dr. Braun versichern, falls er denn noch lebt, dass ich meine Zeit sinnvoll genutzt habe. Ich bin bereit für meine große Aufgabe. Und jetzt? Da ist dann noch einer. War. Scheiße, ich hab da die blöde Taschenlampe Mod deinstalliert, dass der nicht mehr an der Waffe dran ist. So. Besser. Dann gucken wir doch mal. Sicherheitsaufzeichnungen. 23. Oktober 77. Atomare Explosion festgestellt. Automatische Voltec-Notfallabriegelung eingeleitet. Morgen kommt Borstow. Wieder so eine Protzpräsentation. Der Eingang ist endlich fertig. Wenn sie irgendwelche Vips mitbringen und innerhalb dieses Abschnitts bleibt, wird alles wie ein richtiger Volt wirken. Die Arbeiter sind gar nicht mal so übel. Wir haben zusammen gepokert. Wie es aussieht, werden sie hier noch eine Weile bleiben. Ich wurde auf eine Halloween-Party eingeladen. Ein bisschen Spaß können wir hier auch wirklich immer gebrauchen. Endlich haben wir ein richtiges Sicherheitssystem. Ich weiß, der Eingang ist nur Augenwischerei, aber wenn Borstow immer wieder hohe Tiere mitbringt, bin ich am Ende dran, wenn was schief läuft. Die Arbeiter nörgeln ständig über die neuen Sicherheitsmaßnahmen. Die können sich beschweren, bis sie schwarz werden. Okay, haben wir das gut. Mal aufgehoben. Sehr gut. Voltec-Werkstätten benötigen zum Betrieb eine Steuertafel. Bei Notfällen wird sie standardmäßig im Reaktorraum gelagert. Da müsstest du sie finden. Ah, der Sicherheitschef. Warum? Da sind die wohl irgendwie nicht fertig worden mit dem Bauen und konnte radioaktive Strahlung hier eindringen oder so, dass die jetzt hier alle gut sind. Immer drauf. Voltec Steuertafel. Wer sagt's denn? So, Funkgleichstrahl ist mal deaktiviert. Haben wir hier sonst noch was? Nein. Wir können jetzt die Werkstatt benutzen. Beseitige den Schutt. Ah. Jetzt bin ich ja gespannt, wer da wartet. Ein Ghoul! Oha! Was stand jetzt da? Was soll ich machen? Sprich mit dem Void-Überlebenden. Du bist nicht, was ich erwartet hatte. Du hast einen Pip-Boy. Du kommst aus einem Vault. Aber du gehörst ganz offensichtlich nicht zu Voltec. Was ist der Grund? Wieso hast du mir geholfen?
Ich habe das Vortex-Signal aufgefangen und bin gekommen. Die Eindringlinge müssen es ausgelöst haben, als sie den Haupteingang aufbrechen wollten. Ich habe nicht erwartet, dass nach all der Zeit noch jemand antwortet. Mein Name ist Valerie Barstow. Ich sollte die Aufseherin in diesem Vault werden. Aber bitte, komm mit. Ich habe ein Angebot für dich. Diese 200 Jahre waren hart. Ich habe eine Tour durch den Vault geführt. Er sollte mein ganzer Stolz werden. Dann die Erdbeben. Sirenen. Viele starben. Das war mal erfrischend. Hat's umgebracht. No way. Ach komm. Was will ich? Scheiße. Oh, come on. Die Türen können einem direkten atomaren Treffer widerstehen. Eure Versuche, in diese Anlage einzudringen, sind lächerlich. Verschwindet sofort, oder ihr werdet es bereuen. Wer auch immer ihr seid. Machen wir schon nochmal auf und merken dann, wenn wir bei der Aufseherin sind, dann vielleicht nicht mehr mit der Waffe schießen. Ach, das ist ein Scheiß, dass man die umbringen kann. Was soll denn das? Was? Du hast einen Pip-Boy? Moment, gehörst du zu Vault-Tec? Ist endlich jemand da, um mich zu retten? Bitte. Ich stecke hinter einem Berg aus Trümmern fest. Du kannst mich befreien, indem du die Werkstatt zum Laufen bringst. Heb zuerst die Sicherheitsabriegelung auf und begib dich zum Reaktorraum. Was war? Es war schwer, die Hoffnung nicht zu verlieren. So. Ich saß hier so viele Jahre fest. Aber du kannst Dr. Braun versichern, falls er denn noch lebt, dass ich meine Zeit sinnvoll genutzt habe. Ich bin bereit für meine große Aufgabe. So, einmal schnell jetzt aufheben. Gelesen haben wir es ja schon. Gut, sehr gut. Vault-Tec-Werkstätten benötigen zum Betrieb eine Steuertafel. Bei Notfällen wird sie standardmäßig im Reaktorraum gelagert. So schnell kann es gehen. Steuertafel. Und so. Und wir wechseln schon mal. Auf. Was nehmen wir denn da schon? Ah, die klingt doch gut. So. Hi. Du bist nicht, was ich erwartet hatte. Du hast einen Pip-Boy. Du kommst aus einem Vault. Aber du gehörst ganz offensichtlich nicht zu Vault-Tec. Was ist der Grund? Wieso hast du mir geholfen? Ich habe das Vault-Tec. Die Eindringlinge. Ja, bla bla bla. Ich habe nicht erwartet. Mein Name ist. Aha. Aber bitte. Diese 200 Jahre. So. Jetzt rotzen wir erst einmal in Julian weg. Julian, was machst du da? Tut mir leid. Die Bauarbeiter haben ein... Aber sie waren mir gegenüber niemals feindselig. Es wäre wohl am besten, sie von ihrem Leid zu erlösen.
Wir sind hier nicht. Hab ich dich. Ah! Ich habe ihr endlich von ihrem Leid zu erlösen. Doch förmlich nach einem Drink, nicht wahr? Tu, was du für richtig hältst. Ja, natürlich tue ich, was ich für richtig halte, und er schießt jetzt die. Und fertig. So. Wenigstens ist das jetzt vorbei. Machen wir weiter. Ja. Ich habe versucht, mich zum Eingang vorzugraben. Mit der Steuertafel hätte ich vieles anders machen können. Aber es war einfach zu viel Schutt. Dafür war meine Ausrüstung nicht geeignet. Meine Arbeit hat mir allerdings viel Kraft gegeben. Hier, unter diesen Papieren ist mein Lebenswerk. Ich möchte es mit dir teilen. Dr. Brown hat mich mit etwas sehr Wichtigem betraut. Einer Reihe von Prototypen und den zugehörigen, nun, Experimenten, die die Gesellschaft neu definieren könnten. Aber, wie du siehst, verlief nicht alles nach Plan. Offenbar. Was sind das für Experimente? Geniale Geräte, die die Effizienz und Gesundheit der Gemeinschaft steigern. Es sind allerdings noch Prototypen. Es könnte also den einen oder anderen Designfehler geben. Aber die lassen sich mit etwas Fleiß sicher beheben. Du hast Dr. Brown erwähnt. Wer ist das? Dr. Brown ist der Leiter des gesellschaftlichen Erhaltungsplans. Ein brillanter Wissenschaftler und Verwalter. Und zweifelsohne Tod. Ein herber Verlust. Vault-Tec hat mein Leben zerstört. Von mir aus kann der ganze Laden niederbrennen. Oh, ich verstehe, dass ein früherer Vault-Bewohner gewisse Gefühle hegen könnte. Ja. Ich möchte, dass du die Experimente durchführst. Wenn dir dabei etwas Unmoralisches auffällt, dann lass das einfach weg. Oder verändere die Parameter des Experiments. Ich versichere dir, diese Geräte können das Leben der Menschen leichter machen. Lass es mich dir beweisen. Ich bin ja gespannt. Diese Experimente lassen sich also auch ethisch vertretbar durchführen? Wenn du das Potenzial der Prototypen unbedingt begrenzen willst, ja. Du kannst jeden ethischen Standard einhalten, den du möchtest. Ich würde dir empfehlen, etwas offener zu sein. Aber die Wahl liegt letztlich bei dir. Wir sind uns einig, Aufseherin. Gut. Dann lass uns anfangen. Wir können nicht anfangen, solange ich keinen richtigen Aufseherschreibtisch habe. Die Informationen im Terminal des Schreibtisches sind äußerst wichtig für die Experimente. Ich lege die Zukunft unseres Vaults, Vault 88, in deine Hände. Bau den Schreibtisch von Vault 88. So. Und schauen wir dann einmal, wo haben wir denn überhaupt unsere Vault-Song. Weiß nicht, ob ich jetzt wieder Aufseher-Schreibtisch. Ah. Hat das Zeug jetzt tatsächlich hier schon integriert? Kann man hier vielleicht schon ein bisschen. Ah, das sind Böden. Wollen wir vielleicht schon ein bisschen mal aufräumen, so das Zeug und so, eventuell mal schon weg. Ich fühle mich hier so beengt. Ach, guck. North Sector, irgendwie schon cool. Ich bin ja gespannt.
Voltec-Truhe. Den Aufseher-Schreibtisch, ich baue den halt dann einfach mal irgendwo hin für den Anfang. Ich kann ja dann immer noch irgendwo anders hinsetzen. Vielleicht schaltet man dann die ganzen Dinge so nach und nach frei. Mehr Platz. Ich baue den jetzt einfach mal. Und zwar stellen wir jetzt einfach mal dahin. So. Umgebaut. Quest. Ich habe den Aufsehertisch gebaut. Gibt es da noch einen passenden Aufseherstuhl oder was? Irgendwie sind da neue Sachen drin, habe ich das Gefühl. Die ganzen sauberen Möbel jetzt. Diese ganzen Stühle, das ist alles neu. Da hier die Vault-Bänke. Ja, viel neues Zeug mit reingekommen, wie es aussieht. Dann packen wir doch den da hier ran. So. Mit dem Aufseherschreibtisch habe ich alles, um die Experimente fortzuführen. Ja, ich habe deinen scheiß Schreibtisch gerade gebaut. Hallo. Setz dich jetzt in einen beschissenen Aufseher-Schreibtisch, damit die Quest weitergeht. Wie soll ich noch bauen? Hier, hast du noch einen. Und hast du noch einen. Und hast du noch einen. Jetzt hast du viel zur Auswahl, du alte Britschen. Jetzt setz dich da irgendwo hin. Da! Ah! Da! Setz dich jetzt da hin! Ey, das ist scheiße! Das riecht noch Bug! Das ist blöd. Das ist blöd. Da. Ich stelle noch ein bisschen näher hier. Guck, siehst du den jetzt? Come on, Quest. Tja. Also ich schätze mal, dass das ein Bug ist oder so. Das ist jetzt natürlich blöd. Dann schauen wir doch mal durch, was es hier noch so gibt. Kann es jetzt Leute ja nicht ändern. Wo haben wir denn die Vault-Sachen?
Nirgendwo. Hier. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht wieder irgendwo ein scheiß Konflikt ist. Oh. Okay. Doch kein Bug. Endlich. Mein Aufseherschreibtisch. Und ein richtiges Vault-Tec-Terminal. Doch kein Bug. Hi. Nur verwirrt. Ich kann es kaum glauben. Mein Aufseherschreibtisch. Nach all der Zeit. Und jetzt? Ich muss sicher gehen, dass im Terminal alles ist, was ich brauche. Ja, schnell die Pornos löschen. Keine Ghoul-Pornos. Dass er noch 200 Jahre und die ganze Shit noch weiß. Muss ich irgendwas tun? Hallo. Das... Bitte sei nachsichtig. Ich hab so lang gewartet, aber wir dürfen nicht trödeln. Die Arbeit wartet auf uns. Dieser Vault sollte ganz bestimmte Bewohner beherbergen. Um Versuche an Menschen durchführen zu können, benötigt man schließlich die perfekten Testsubjekte. Was macht eine perfekte Versuchsperson aus? Die Person sollte gesund sein. Oder zumindest gesund genug. Und wir müssen schnell eine exakte Basislinie erhalten. Außerdem muss sie bereit sein, ein gewisses Risiko einzugehen. Nach all den Jahren willst du gar nicht weg? Wann ich meine Mission endlich abschließen kann? Niemals! Ich habe an nichts anderes gedacht. Von nichts anderem geträumt. Seit Jahrhunderten. Dann suchen wir uns mal ein paar Versuchskaninchen. Laut Vault-Tec-Handbuch sollte der Aufseher dieses Wort nicht verwenden. Auch wenn es passend ist. Schalte den Funkleitstrahl des Vaults ein. Die Leute an der Oberfläche reißen sich sicher, um die Chance in einem Vault leben zu dürfen. Während wir darauf warten, dass es sich herumspricht, könntest du dich ja in Vault 88 umsehen. Wenn du ein paar Trümmer beseitigst, könntest du vielleicht in andere Abschnitte gelangen. Sämtliche Materialien oder Ausrüstung, die noch funktionieren, könnten für die Experimente nützlich sein. Okay. Ist ja echt cool, da kann man sich jetzt hier umgucken. Kann man denn dann da auch irgendwann mal weiterbauen? Das wäre mal noch interessant. Da! Ich gebe dir Deckung! Das wird denen eine Lehre. Da haben wir wohl keine Wahl. Aber da muss ich gar nicht hin jetzt. Wo muss ich denn hin? War nochmal der Eingang? Da umsehen, das können wir dann ein anderes Mal machen. Ich werde die Folge übrigens heute mal so, ja, doch schon ein bisschen, vielleicht extrem lang machen. Von hier aus sind wir gekommen. Der Funkleitstrahl, der war doch da unten. Genau. Gut, den haben wir. Was hat mich da jetzt noch für eine Quest? Ein perfekter Bürger.
Aktiviere die Voltec-Werkstatt im nördlichen... Oh, westlichen Sektor. Okay, man konnte es wirklich alles ausbauen. Das ist ja heftig. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was für... Erkunde Volt 88. Ja, okay. Dann erkunden wir mal Volt 88. Dann machen wir den mal. Finde ich übrigens ganz nett, dass so ein DLC zumindest ein kleines bisschen Geschichte dabei hat, weil ich mir tatsächlich mehr DLCs gewünscht hätte mit Story. Für mich gibt es keinen Müll. Man kann alles verwenden. Zumindest ein kleiner Wermutstropfen. Ich bin viel zu nüchtern für sowas. Ich würde sagen, Zeit für einen Drink. Aha, scheiß Strahlung. Alter, U-Bahn-Schacht. Der gehört hier auch zum Vault, oder wo bin ich hier? Das hätte dann ganz gut gesessen, direkt beim ersten Mal. Ah. Nebel soll sie holen. 50% mehr Schaden gegen... Sind wir hier? Nett. Ha! Nördlicher Sektor, Steuertafel. Nett. Jetzt ist die Frage, wo ist die Werkstatt? Da nicht. Oh, hier kann man echt viel bauen. Das ist schon krass. Wow. Okay, dann direkt weiter zum nächsten. So, da geht's auch noch irgendwo hin. Aber der Pfeil zeigt nach unten. Aha. Hä? Ich hatte doch gerade eine... Das war doch hier gleich nebenan. Hatte ich doch jetzt gerade aktiviert. Okay, ich suche mir die nächste Steuertafel. Dann gehen wir doch mal da hoch.
Natürlich seid ihr auch wieder mit bei der Party. Arschgesichter. Irgendwo rennt noch einer. Das klingt so, als würden die ganze Zeit durch Matsch durchrennen. Ah, hier komme ich nicht durch. Vielleicht muss man das dann später wegmachen. Na schön. Da ist sie ja. Perfekt. Man sollte sich nie zu gut sein für Dinge, die man vielleicht noch brauchen kann. Uah. Ach. Ab in die Bresche mit uns. Mit Kackviecher. Und jetzt? Das ist echt riesig. Also ich hätte... Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es gerade so groß ist. Das ist echt nett, wenn man das wirklich alles so bebauen kann. Ich hoffe, die blöden Leichen verschwinden. Ich glaube, wir haben gesetzt. Glaubst du das wirklich? So. Ich hatte mich jetzt eigentlich auf eine Folge eingestellt, wo ich wieder mal so ganz typisch neuer DLC soll jetzt zeigen, mal das kann man bauen, das kann man bauen, das kann man bauen. Aber tatsächlich kommen wir in der Folge gar nicht so wirklich zum Bauen bis jetzt. Wir wahrscheinlich auch nicht schaffen, also ich kann es nicht unendlich lang machen. Weil ich muss eben noch ein paar andere Sachen aufnehmen. Wenn ich jetzt zu lange am Rumtrödeln bin, dann wird das problematisch. Okay, jetzt bin ich wieder hier, super. Shit. Kann ich eigentlich den U-Bahn-Schacht hier auch aufmachen? Nein. Dann mal wieder zurück. Jetzt wäre ich fast darunter gehüpft. Ich frage mich, ob man dann durch diese Tunnel wie hier, ob man die dann auch mit so Vault-Tag-Wänden und so weiter verzieren kann. Wäre cool. Wäre cool. Was das Gute ist, weil wir jetzt hier noch nicht wirklich zum Bauen kommen, kann ich dann mal ausprobieren, ob ich wirklich auch alles bauen kann. Nicht, dass wieder irgendwas mit den... mit dem Menü verhunzt ist, weil es ist ja oft so, ein DLC Mod spielt, dass dann irgendwas nicht mehr so geht. So, das müsste jetzt sein, ne? Yes! Und nun kann man die Wand wegmachen. Yes! Ha! Nein! Heißt es du oder ich? Und ich werde es nicht.
Bring mich selber um. Jetzt wird dir klar, was für ein gewaltiger Fehler das war. Worauf schießt denn du? Hoffentlich erstickst du an deinem eigenen Blut, Drecksack! Der scheint mir ein bisschen verbuggt zu sein. Der will doch nämlich nicht mehr raus. Ja. Klein bisschen backig. Eben das meine ich jetzt da mit diesen ganzen Voltex-Sachen. Ich bin da ganz, ganz minimal besorgt, eben weil ich da keine Kategorie in meinem Baumenü gesehen habe, die speziell für den Vault ist. Muss ich später mal die einschlägigen Mod-Seiten durchsuchen. Ob es da irgendwas dafür gibt. So, wohin jetzt? Ich bin gleich da. Ah. Wartet doch bitte einfach dort drüben. Ein Ghoul? Ich weiß nicht so recht. Warte einen Augenblick, dann können wir anfangen. Bitte, tritt vor. Ah, ja. Willkommen. Willkommen. Das hier ist also ein Vault, ja? Ganz richtig. Und du könntest einer unserer glücklichen neuen Bewohner sein. Ihr habt hier in dem Vault was zu essen, oder? Natürlich. Und die Chance auf ein neues Leben. Aber erst ein paar Fragen. Was ist deiner Meinung nach die Aufgabe einer guten Regierung? Regierung? Wovon zum Teufel redest du? Ach, das blöde Blut auf dem Bildschirm. Geh weg. Weißt du, was eine Regierung ist? So eine Art alte Weltclub, stimmt's? Aber mit sowas will ich nichts zu tun haben. Ja. Ich glaube, wir haben, was wir brauchen. Für unseren Spezialauftrag kommst du nicht in Frage. Aber willkommen im Vault, deinem neuen Zuhause. Wenn sie repräsentativ für die Leute an der Oberfläche ist, muss es draußen rauer zugehen als gedacht. Bist du bereit für das nächste Gespräch? Machen wir weiter. Okay. Hallo. Willkommen in Vault 88. Das hier ist ein echt nettes Plätzchen. Sehr nett. Und ich kann gehen, wo immer ich hin will, ja? Soweit angemessen, ja. Aber ich habe eine Frage an dich. Klar, sicher. Was willst du wissen? Eine hypothetische Situation. Sagen wir, der Reaktorkern schmilzt und du bist der Einzige, der das verhindern kann. Stimmt irgendwas mit eurem Reaktor nicht? Nein, nein, alles in Ordnung. Wir tun nur so, als ob. Also, du kannst die Kernschmelze verhindern, aber du wärst extrem starker Strahlung ausgesetzt. Was tust du? Na ja, was immer du willst. Wenn es okay ist, würde ich mich jetzt gerne mal umsehen. Wenn du dran denkst, uns abzuziehen, lass es. Hör zu, da oben ist die Hölle. Wenn ihr mir was zu essen und einen Platz zum Schlafen gebt, benehme ich mich auch. Erwarte aber nicht, dass ich für euch in einen Reaktor springe. Wieso bist du hier? Bin nur hier unten, um etwas zu helfen, ja? Ich will tun, was nötig ist, um zu helfen. Ich glaube, wir könnten ihn in unserem Vault gebrauchen. Solange ihr aufrichtig seid, werde ich es versuchen. Ehrlich. Ich weiß deine Ehrlichkeit zu schätzen. Du kannst bleiben.
Aber du bist nicht das, wonach wir suchen. Nur zu. Mach dich mit deinem neuen Zuhause vertraut. Was für eine eigenartige Person. Für unsere Experimente ist er ganz klar nicht geeignet. Hoffentlich sind aller guten Dinge drei. Lass uns das nächste Gespräch führen. Wie du meinst. Hallo. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Wow! Eine echte Aufseherin! Ich freue mich unheimlich, hier zu sein. Hallo. Mein Name ist Clem. Ah, ja. Clem also, ja? Bevor du es dir hier bequem machst, habe ich ein paar Fragen an dich. Oh, klar. Sicher. Ich beantworte gerne deine Fragen. Nun, sehr schön. Stell dir folgendes Szenario vor. Du wurdest zum Wachdienst eingeteilt. Du weißt schon, aufpassen, dass niemand hier eindringt. Plötzlich hörst du eine Frau im Vault schreien. Was machst du? Ich soll was bewachen? Klar, das kann ich. Ich kann direkt damit anfangen, wenn du willst. Aber ich kann keine Schreie hören, Frau Aufseherin. Bist du ein Idiot? Würdest du der Frau helfen oder nicht? Ja, tut mir leid. Naja, wenn du sagst, ich soll Wache halten, dann halte ich Wache. Und ich verlasse meinen Posten nicht, solange du mir das nicht sagst. Ist das okay? Und noch eine Frage. Was kannst du mir über deine Mutter sagen? Oh, sie ist gestorben. Aber sie war nett. Du hättest sie gemocht. Sie hat mal eine Maulwurfsratte getötet. Wirklich? Das ist erstaunlich. Beschreibe die Eigenschaften, die du am meisten an ihr bewundert hast. Naja, sie war stark, wegen der Maulwurfsratte. Und sie, hat mir zu essen gegeben. Oh Gott, tut mir leid. Der Ort hier ist so viel besser als die Absteige, in der ich gelebt habe. Es gab doch sicher noch andere Eigenschaften, die du an ihr mochtest. Naja, ganz egal, wie schlimm es wurde. Sie hat immer zuerst für uns Kinder gesorgt. Sie hat auch bis zum Ende gekämpft. Wir suchen einen Freiwilligen, Clem. Jemand, der ein paar neue Geräte ausprobiert, die allen helfen werden. Hast du Interesse? Du meinst, ich darf bleiben? Ich meine, natürlich. Ich helfe euch. Ich helfe gerne. So bin ich, der alte Clem. Immer bereit zu helfen. Ja, ich glaube, du passt perfekt. Und jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, um anzufangen. Als erstes muss er anständig angezogen und aus... Oh. 10-mal Pip-Boy und 10 Anzüge. Oh. Jetzt, wo wir Clem haben, können wir anfangen. Als erstes muss er anständig angezogen und ausgerüstet das werden. Das blöde Blut. Es sollten Vorräte im Empfangsbereich beim Eingang sein. Okay, die hab ich. Clem, wir machen jetzt aus dir einen echten Vault-Bewohner. Also nur mit einem Vault-Anzug, nicht mit einem Pip-Boy. Ich freue mich so, hier zu sein. Ich werde dich nicht in... ...enttäuschen. Wo ist er denn jetzt hin? So. Hey. Unsere ersten Vault-Bewohner. Was für ein Moment. Aber gut. Zurück an die Arbeit. Training ist von Natur aus eine egoistische Aktivität. Anstatt seine Zeit zu nutzen, um die Ziele der Gemeinschaft zu fördern, verbessert der Bewohner seine Physis über die Minimalanforderungen hinaus. Vault-Tec hat dafür eine Lösung gefunden, das Powerrad 1000. Während du strampelst, versorgst du zugleich den Vault mit Strom. Okay. Eine perfekte Lösung für ein an sich schädliches Verhalten. Aber ist ein gesunder Bürger nicht gut für die Gesellschaft? Insgesamt zeigt unsere Forschung etwas anderes.
auch wenn kurzfristig einige medizinische Kosten abgemildert werden. Aber Training erhöht die Lebenserwartung. Und das bedeutet, dass die Alten länger die Ressourcen des Vaults in Anspruch nehmen. Nein, Training ist letztlich eine Fehlentwicklung, die wir beenden sollten und können. What the fuck? Deine Begründung ist total unlogisch. Wenn du so überzeugt bist, dass Training gut ist, dann verbessere das Powerrad doch. Machen wir weiter. Der Prototyp ist nicht perfekt. Es gab Probleme bei der Entwicklung. Vielleicht auch ab und zu Hirnblutungen. Ja, Aufseher? Ach, Clem. Mach dir keine Sorgen. Dieses Modell wird nicht dieselben Fehler haben. Oh, gut. Naja, vermutlich zumindest. Ich lade dir die Pläne auf deinen Pip-Boy. Bau das Ding und schließ es an ein Terminal an, um die Parameter für das Experiment festzulegen. Lass Clem schuften. Ich brauche Energie. Bau das Powerrad 1000. Vielleicht schaltet man das wirklich alles nach und nach frei. Tatsächlich, ja, das war nämlich vorhin nicht im Video. Das ist natürlich jetzt das ist komisch so. Dass man hier nicht weiter ausbauen kann. Aber okay. Baue ich es denn dann hin? Baue ich es mal hier hin? Terminal mit dem Powerrad und lege die Parameter des ersten Tests fest. Okay. Volt Stromleitung. Stromleitung, okay. Ah. Oh. Voltec Bewohner Verwaltungssystem. Okay. Ist doch nicht das. Ich dachte, das wäre ein neues Terminal. Nutzen Sie patentierte Voltec Verwaltungssystem, um Ihre Siedlung zu leiten. Hm. Dann schmeißen wir einfach mal ein normales Terminal da ran. Ich kann darauf auch sitzen. Ausdauererhöhung hinzugefügt, was? Okay. Moment, wenn jetzt er auf das Fahrrad geht. Nein. Ich kann ihn gar nicht zuweisen. Okay, also muss ich irgendeine Stromquelle bauen. Gibt es irgendeine neue für Vaults und so? Generator. Tatsächlich. Gibt es neue Sachen. Aber ich mache es jetzt einfach hier an der Stelle mit der kleinen Fusebox. So. Powerrad Experiment. Notizen von Dr. Brauners. Das Powerrad 1000 ist bereits erfolgreich verschwenderische körperliche Betätigung wird zu sauberer Energie. Jedoch mache ich es dem F&E-Team zur Aufgabe, noch weiter zu denken. Wie können wir dieses Produkt noch verbessern? Eröffnet es Möglichkeiten, andere Ziele von Voltec voranzutreiben? Parameter Umgebungsoptimierung festlegen. Und da Parameter wählen. Parameter übernehmen, Parameter ändern, hä?
Ich habe keine Ahnung. Habe ich es mit dem falschen Terminal verbunden? Irgendwie verbinde ein Terminal mit dem Powerrad und lege die Parameter des Experiments fest. Ich mache jetzt einfach mal Parameter übernehmen. Vielleicht geht's dann. Parameter übernehmen. Ha! Das ist alles? Also, dann, stampel ich einfach weiter. Ja, mach mal. Das macht irgendwie Spaß. Au! Was? Du! Das Rad ist... Au! Kaputt! Ich strampel einfach weiter. Hä? Ah, er fährt jetzt eine Stunde lang. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir mal zumindest unser erstes Experiment gemacht. Wir haben ein bisschen was gesehen und ja, fuck, das Video ist ist knapp auch eine Stunde lang und der Old Longfellow ruiniert jetzt dieses Experiment bestimmt, weil irgendeinen Scheiß drückt auf die Tastatur. Wir sehen uns dann, sofern es mein Arm zulässt, morgen wieder. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut.